Emeralds! Oh ja, geil! Guck mal hier, noch mehr Emeralds! Guck mal hier, noch ein Emerald! Und noch ein Emerald! Leute, was ist hier los? Wir kriegen Emeralds ohne Ende! Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Cyberplayer, und heute ist wieder, wie könnte es auch anders sein, Michael Vanilla dran. Wir sind in der Welt drinne. Zuletzt waren wir hier in der Höhle und jo, wir haben schon ordentlich Eisen. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung wir gegangen sind. Ich gehe mal in die Richtung. Ich glaube, ja, letzte Folge ist uns ja schon ein Creeper explodiert. Erstmal das Eisen wieder abbauen und Fackeln. Goddammit! Schaut euch das mal an, Leute! Emeralds! Mehr Emeralds. Es war ja ziemlich lustig, die letzte Folge. Leute, wir haben es geschafft! Okay, und bevor uns das Skelett hier in die Lava... Leute, guckt euch das mal an! Diamanten! Und ich habe kein Achievement bekommen. Schade, aber Leute, wir haben Diamanten. Joho. Dass sie so schnell ging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gleich am Anfang der Folge, nach so 1 Minute 13. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber geil. Das ist wirklich geil. Ich freue mich jetzt gerade mal wirklich richtig. Auch wenn man es mir nicht ansieht. Wie viel es hier einfach noch gibt, einfach. Hier Eisen ohne Ende. Ohne Scheiß. Das ist unnormal. Wir haben hier eine richtige Glückshöhle erwischt. Einfach richtig Glück hatten wir hier. Und das ist mega krass. Oh ja, geil. Guck mal hier, noch mehr Emeralds. Da hätten wir 4 Emeralds und einen Diamanten. Oh. Jo. Kann man schon mal nehmen. Schade, dass es nur ein Dia war und nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade jetzt. Scheint doch nicht, als wäre hier noch einer. Schade, schade, schade. Wirklich ziemlich schade, dass nur einer war. Aber immerhin besser als gar keiner. Oh, guck mal hier, noch ein Emerald. Und noch ein Emerald. Leute, was ist hier los? Wir kriegen Emeralds ohne Ende. Dauerhaft. Wir sind auf Höhe 15. Hier, noch einer. Jo, jetzt, Leute. Ja. Leute, ich freue mich. Geil. Geilo. Nein, der letzte. Der letzte. Nein. Oh nein. Trotzdem haben wir 5 Stück, aber... Oh nein. Okay, okay, okay. Das war jetzt blöd von mir. Ich könnte mich jetzt selber backpfeifen. Mann. Oh Junge, aber 5 Diamanten schon mal. Ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Kann man ja nehmen. Kann man ja durchaus nehmen. Okay. Hier will ich nicht höher gehen. Aber ich bleibe lieber ein bisschen unten, damit ich gucke, ob ich noch mehr Diamanten finde. So. Oho. Nein. Okay, oder? Okay, okay, da will ich jetzt nicht durch. Da will ich jetzt nicht durchgehen. Los, Gem, lauf, kleines Mädchen. So, zack. Fackel. Jo. Hier und zack. Und das hier brauchen wir. Lass mal kurz rechnen. Ein Diamantschwert braucht 2. Ein Diamantspitze, okay. Weil Zaubertisch. Weil ein Zaubertisch brauchen wir eine Diaspitzhacke. Okay, die Diaspitzhacke, die machen wir uns auf jeden Fall. Das Diaschwert bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dann wenn wir es schaffen, ein Eisenschwert auf Schärfe 1 mindestens zu verzaubern, dann ist es ja schon mal stärker als ein Diaschwert ohne Verzauberung.
Das gucken wir mal. Also die Diamantspitzhacke machen wir uns auf jeden Fall schon mal. Oh, aber ich sehe gerade, wir haben kein Wood. Oh, das ist nicht gut, weil Fackeln. Thema Fackel. Ah, oh, Mann. Okay, dann gehen wir erst nochmal. Gucken wir mal, wo wir hergekommen sind. Da oben ein Zombie. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hergekommen sind. Ich war echt so geflasht von Diamanten. So. Hier ist noch Gold. Das nehmen wir dann uns natürlich mit. Gold. Oh, es war nur eins. Schade. 26 Lapis Lazuli würden ja auch schon reichen. Schade, wir bräuchten einfach nur ein, eine Woodplank. Dann wäre es eigentlich schon genug für die Dia-Spitzhacke. Hätten wir uns hier unten schon die Dia-Hacke machen können. Aber schlecht wäre das nicht gewesen. Mann. Okay. Mann, wie komme ich hier wieder raus? Erstmal hier das Gold wieder mitnehmen. Da haben wir später einen goldenen Apfel für. Läuft! Wir haben mehr gefunden, als diese Folge eigentlich geplant hatte. Und weggekombo. Obwohl. Wir müssen ein bisschen Fackel sparen. Ja komm, wie wär's denn mit noch einem? 7 Stück, goddammit, wenn wir jetzt ein Villagerdorf hätten, könnten wir uns zu Tode handeln. So. Da ist er doch. Okay, wir haben auch 23 Level, also schlägt sich das alles hier nicht. Ich bin mit der Gesamtsituation, ah, hier kommen wir. Gesamtsituation gerade sehr, sehr, sehr zufrieden. Außer die Geschichte mit dem einen Diamanten jetzt. Die hat mich dann, das heißt, mitgenommen. Die fand ich jetzt schon ein bisschen schade. Das fand ich ein bisschen schade. So. Immer schön den Fackeln folgen. Jo. Hierhin, hierhin. Ich will hier auch, ja. Ja, okay, das hier ist der richtige Weg. Hier kommen wir her. Stimmt, hier haben wir uns dann runterbegeben. So. Noch. Oh, ganz oben sind wir nicht. Aber ich hoffe, dass wir mal hier wieder rauskommen. Es ist... Oh. Das wohl sollte mal gerade ein hässlicher Ton. Es. Welche? Das ist richtig hässlich, so ein Ton. In der Mikrofon. So. Jo! Habe ich mir das gerade eingebildet oder war das Skelett verdammt schnell? Hm. Nur so ein bisschen hier den Weg. Jo, da haben wir es. Damit wir später mal besser nach oben kommen. Baue ich erstmal hier jeden, also den oberen Stein immer ab. Weil das... Wann? Ich sollte die Fackel nicht immer abschlagen. Weil dann kommt man hier besser runter und besser hoch. Whatever, da stößt man sich immer den Kopf, denn der tut ja weh, wie wir alle wissen. Zack, noch schnell was gefuttert. Egal, können wir oben machen. So, den hier noch. Wir sind wieder draußen. Ich bin sehr zufrieden im Moment mit der Situation. Nehmen wir ein bisschen Wood mit. Wood, Wood, Wood. Woody Wood. Weil wir werden uns jetzt erstmal eine Dia-Spitzhacke bauen. Und ich habe auch schon den Plan, was wir dann mit den restlichen Diamanten machen. Leder müssten wir eigentlich all must haben, weil wir ja erstmal unser Eisen hier schön drin verteilen. So, kann erstmal hier der ganze
Kram hier raus. So, zack, zack. Erstmal ein bisschen sortieren. So, Leder haben wir. Zuckerrohr haben wir auch. Das heißt, wir machen uns gleich mal Buch, also ein Buch. Dann, für ein Obsidiantisch. Genau, für einen Obsidiantisch. Für einen Zaubertisch braucht man 4 Obsidian. Ich glaube, macht man so. Jo, macht man. Machen wir gleich mal schon mal ein bisschen mehr von. So. Zack. Haben wir denn noch mehr? Ja, hier ist ja noch. Da machen wir erstmal hier alles zu Papier. Beziehungsweise machen wir erstmal alles zu Büchern. Damit wir. So. Ist sehr sinnvoll, wenn ich gar kein Holz habe. Habe ich echt kein Holz geholt? Wundert mich gerade schon ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen. Das ist jetzt auch egal, welches Holz wir holen. Denn Bücherregale kann man ja aus jedem Holz machen. Aus wirklich jedem Holz. Zack. Holen wir jetzt erstmal. Give me that tree. Come on. So, einen Baum holen wir uns noch. Ich glaube, das sollte dann eigentlich auch genügen. Für die Bücherregale. Wir haben 23 Level. Zack, zack, zack. Okay, die Bücherregale werden wir noch nicht sofort verwenden, da ich erstmal ein bisschen Steine verzaubern möchte. So ein paar Werkzeuge im Voraus, ein bisschen Eisenwerkzeuge mit Level 1 verzaubern, alles dies, das, wisst ihr, ja? Hier wird das ja, und meine Rüstung hat schon ziemlich an Durability verloren. Aber jetzt kriegen wir hier noch ein paar Level. So, wo sind meine Bücher? Hier, so, zack. Oh, das war ein bisschen blöd. Das war auch ein bisschen blöd. So, zack. Und zack. So. 8 Stück haben wir schon mal. Hat doch nicht ganz gereicht, ist auch egal. Weil das geht ja eigentlich schon. So, für den Zaubertisch brauchen wir noch die anderen 2. Hier haben wir Sticks. Und, meine Freunde, hier haben wir unsere Diaspitzhacke. So. Machen wir die Folge vielleicht heute mal ein bisschen länger, damit ich jetzt noch Obsidian holen kann. So. Oh, das war der falsche. Hier ist der Eingang. Seht ihr, und jetzt kann man hier viel schneller runter, was einiges an Zeit spart. Oh. Anspannung. I just need a little bit Obsidian. Ein bisschen Obsidian wäre schön. So. Wobei ich mir oben auch eigentlich hätte einen Eimer machen können. Und damit ich hätte hier runterlatschen können. Wäre um einiges sinnvoller gewesen, nehme ich mal an. So, komm her. Bin ich gerade blöd oder wo renne ich hin? Wir müssen hier lang. Zack, 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 zack. So, juckt mich nicht. Dann gehen wir halt hier wieder runter. Ich sollte ein bisschen vorsichtig sein mit dem Fallschaden, den ich... mit dem Fallschaden, den ich mir zufüge. Aber... ich meine, was macht man alles für einen Zaubertisch? Jo! Okay, es lag gerade ein bisschen. Gott! Wie dumm bin ich? Ah, das ist gar nicht meine Sneak-Taste, das ist meine Sprint-Taste sogar noch. Gott, bin ich gerade dumm gewesen. Ist hier Obsidian? Nein. Ist es natürlich nicht. Komm schon. Wir hatten doch hier Obsidian. Oder bin ich jetzt völlig... Ja, hier...
Wollt ihr mich eigentlich gerade komplett verarschen? Ich habe alles außer Fackeln mitgenommen. Da muss ich gerade mal selber ein bisschen gucken. War ja klar. Das war so klar. Erstmal hier sneaky. Okay. Ich will nicht so nachher. Ich will nicht jetzt nicht durch Lava sterben. Jo, komm. So kann es gehen. So geht es. So, jetzt können wir mal bitte einen Obsidian erhalten. Ja, wie wäre es denn mit noch einem Obsidian? Wir brauchen insgesamt 4 Obsidian. Komm schon, Obsidian. Ja. Die Obsidian bauen wir jetzt noch ab und dann beende ich ganz schnell die Folge. Bam, bam, bam. Bam, bam. Was ein Move. Enderman. Okay. Den habe ich jetzt aber nicht angeguckt. Lol. Die droppen viel mehr Enderperlen. Ich habe jetzt wieder die meiste Zeit, wo ich Endermänner getötet habe, habe ich Enderperlen bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hinzugefügt wurde, dass sie mehr Enderperlen droppen. Oder öfters. Aber es ist schon ziemlich... Wir haben die 4 Obsidian. Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich muss sie jetzt schnell beendet machen. Hinterlasst mal eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich sag auf Wiedersehen. Ciao.